Herzlich willkommen zu Ethos, einer Demo auf Steam aktuell. Und herzlich willkommen auch zu einem neuen Angespielt. Mein Name ist Lake Sun und es handelt sich hierbei um ein Open-World-Survival-Craft-Spiel, ein Survival-Game mit jeder Menge Basenbau im Polystil und im Drop-Down. Mal schauen, wie uns das Ganze so gefallen wird. Ich habe schon mal ganz kurz reingeschaut und ich war schon, muss ich sagen, so ein bisschen angefixt. Hier geht es um Mining, um Ressourcenabbau auf einem fremden Planeten und ja, let's go Leute, let's go. Die Entwickler heißen Pawsmonaut Games und es gibt noch kein Release-Datum, das schon mal vorab. Los geht's. Start Game. Leider nicht auf Deutsch, ne? Also wir kennen das schon, das ist ja kein Problem, wir kriegen das hin. Wir haben ein Stück Land auf Ethos gekauft. Habe ich das richtig verstanden? Ethos ist ja dieser Planet, wo wir jetzt sein werden. Und dort haben wir jetzt ein Stück Land gekauft. Okay, wir gucken. Wir gehen einfach rein. Project Gaia. Facility Omega. Irgendwo im Untergrund von Ethos. Tanja. Dr. Lee, please report to the containment chamber. So, das ist jetzt Tanja. When you're ready? Can't believe I overslept. On today of all days. Better get moving. Okay, Tanja hat wohl verschlafen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir müssen uns beeilen. Okay, wir können mit Steuerung mittlere Maustaste rein scrollen. Ich bleibe aber ein bisschen draußen, das ist besser. Dann können wir klassisch WASD und wir drehen uns mit der Maus. So, okay. Oder mit der rechten Maustaste können wir uns drehen. Und dann laufen wir hier mal durch. Okay. Oh, oh. Das sieht aus, als ob wir in Lava wohnen. Aber gut. So, was sollen wir machen? Interact with linker Maustaste. Mach ich. Personal Console. Open Door. Okay. That should do it. Door's open. Warte mal, ich finde es ein bisschen laut auf den Ohren. Ich weiß nicht genau, wie es euch so geht, aber das reguliere ich wahrscheinlich nachher im Schnitt. Aber Dialogvolumen bitte ein bisschen runter, bitte. So, danke. Ich hoffe, das hilft. So, let's go. A reminder. Communications with the surface are strictly prohibited. Do your part for the safety of the project. Wir dürfen nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Absolut, das ist strikt unterbunden, wird strikt verboten. Okay. Who left all this junk here? Standards are obviously slipping. So, was soll ich machen? Head to the elevator, follow the marker on your compass. Was für ein Kompass? Ah, hier. Central Elevator, da oben ist der Kompass. Hier ist der Elevator. Okay, down we go. They better not start without me. Ab zum Science Level, würde ich mal sagen. Da sollen wir jetzt hingehen, zum Wissenschaftsbereich. Straight down the hall for the lab. Ja, ja, ja. Und wir sollen in den Containment Chamber. Erstmal Science Lab. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Oh, I forgot my key card. Ja, super. Shouldn't have had those drinks last night. Ich habe meine Schlüsselkarte verloren. Vergessen. Und hier ist irgendwie offensichtlich. Wir müssen hier lang. Thank God. Hier ist mein Büro. Okay. Back down to the lab. Ich habe meine Schlüsselkarte gefunden. Ich gehe rückwärts. Warum gehe ich rückwärts? Und wir gehen jetzt rüber zum Science Lab. Open Secure Door. So, haben wir hier noch irgendwas zu holen? Open Secure Door. Ach, das ist wieder diese Door. Access Security Logs. Sienna's drunk as a skunk and just tried to get through the science checkpoint. Send her home. I do wish I could have gone to her party instead of being stuck here and guard duty. That's the last time I let Lucy pursue me to swap shifts. Also, wir werden nie wieder unsere Schicht tauschen. Oder die Person, die das geschrieben hat. Und die anderen können dann schön fett Party feiern und wir nicht. Kacke. So. Okay. Oh, Dr. Lee, you made it. Excellent. We hope we didn't disturb you. I was busy. Oh. Are we prepared to begin? Yes, of course. The sample is waiting.
When you're ready, just retrieve the drone prototype from the box and come on in. Take your time. Toll, die haben sich lustig gemacht über uns, weil wir verschlafen haben. Das ist ja super. So, ich soll hier irgendwas rausnehmen, das hier. Hab ich. Und jetzt gehen wir hier rein. Hier ist das, Welcome, Dr. Lee. We're up here in the gallery. The containment field is running. Go ahead and use the console to start the test when you're ready. Wir können die aber nicht sehen in der Gallery. Die sind hier oben und beobachten uns. Aber wir können die nicht sehen. Okay. So, Beginntest. Gravitational stability is nominal. Dr. Lee, you can begin channeling energy into the sample. Well, here goes nothing. All that work for this moment. Yo! Okay, wir haben das Sample zerstört mit unserer Drohne. Was passiert da? Okay. Und jetzt geht alles kaputt. Alles im Arsch. Okay, das war Tanja. Oder so, ich weiß nicht genau. Die Oberfläche von Ethos. Viel später. Maeve. Und wir sind jetzt Maeve. Oh, Roland, are we far? Almost there. A little further. Okay, habe ich jetzt richtig verstanden. Also wir sind jetzt hier auf Ethos oben drauf. Wir sind Maeve. Das ist Roland, unsere AI. Companion. Unser Begleiter. Und wir haben hier ein Stück Land. Have you got anything to eat, Roland? Wir müssen was essen. I did try and get you to pack an extra nutrient bar, but you said, and I quote, Roland, we'll find food when we get there. It's an adventure. Weirdly good impression. Thank you. There are cacti in abundance here. You should be able to harvest some fruit from them until you can cook up something better. Okay. Let's warm up your leader with something easy to start with. Watch your feet, Maeve. Your suit can absorb the impact of a small jump like this. But anything much further, and you'll not be a happy bunny. So, ich habe jetzt Früchte gesammelt. Also unsere kleine Drohne, mit der können wir hier schießen und Sachen kaputt machen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Wir können scannen. Mit X. Ah, okay. Was kriegen wir hier raus? Hier sind so grüne Sachen, die können wir einsammeln. Biomasse. Ah ja. Okay. Gut, ich sammle noch ein paar Früchte. Ich will nur mal gucken in mein Inventar. Consume. Mit mittlerer Maustaste. Yep. Not the tastiest thing. Ich esse das einfach. Once we get set up, you'll be able to start cooking hot food. Don't worry. Gib mir die Früchte. So. Okay. Also, da haben wir schon mal den Survival-Aspekt. Continue along the canyon. Okay. Hier wohnen wir jetzt. This is it. It doesn't look like much right now, but with a little bit of work, we'll be up and running in no time. Doesn't look like much. It looks like a barren desert filled with scrap. Okay. Is. But it may also be one of the richest claims on Ethos. Oh, was für eine Kiste. Oh, was ist da denn? Oh, warte mal. Well, why do you think you got it so cheap? Let's Wasser. Start clearing this place so we can get building. Okay, also das ist hier unsere Fläche.
Also unser Land. Was ist das? Rectangular Table. New Entry Added. Und eine Wasserflasche. Und hier brauchen wir eine Nummer für. Okay. Okay, das lassen wir schon mal stehen. Und hier haben wir immer noch so ein paar Sachen, die wir essen können. Ne? Gut, was soll ich machen? Also, use Roland's Laser to start clearing the area of junk. Collect scrap to begin building up the outpost. Okay, also wir sollen den ganzen Müll hier entfernen. Kann ich die Kiste auch entfernen? Nein. Aber wir haben halt hier so Zäune, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht entfernen. Ah, guck. Metal Scrap. Okay, okay, okay. Also diese Sachen bauen wir ab. Gut. Hier sowas wahrscheinlich auch. Zaun würde ich erstmal stehen lassen vielleicht. Nein, warum nicht? Was ist hier mit dir? Kann ich dir nicht... Oh. So. Was haben wir noch? Hier ist noch was. Hier. Wow, das gab viel. Viel Metal Scrap. So, der Zaun ist leider kaputt. Dann müssen wir den wahrscheinlich auch kaputt machen. Okay, gefällt mir jetzt schon das Game. Finde ich sehr, sehr nice. So, was sollen wir denn machen eigentlich? Wir sollen drei Scrap collecten und einen Makeshift-Smelter bauen. Okay. Gut, ich gehe jetzt erstmal nach hinten, ne? Ich glaube, wir fangen hier einfach an, in diesem kleinen Areal. Machen wir uns den Smelter rein. Wo müssen wir eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das werden wir hier alles kaputt machen. Weil wir brauchen ja Scrap Metal. Oh, ich glaube, ich bin überladen. Wow. Sehr gut. Jetzt schon. Oh. Ja gut, dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal was bauen. Und zwar hier vorne. Ich setze das trotzdem hier rein, okay? Hier in dieses Areal. So. Perfekt. Wie baue ich? Mit B. Und hier haben wir Facilities. Was haben wir denn hier? Grid Snap. Build Mode Camera. Pin Blueprint. Das ist gut. Hier, Blueprint. Drei Metal Scrap. Haben wir. Und dann stelle ich das jetzt hier mal hin. Right. So. First priority, shelter. Agreed. So. Night will be falling soon, and we don't want to be stumbling around in the dark when a dust storm hits. We can use some of this old scrap to cobble something together for sure. Let's get to it. Brauchen Biomasse und Metal Scrap. Okay, press 1 bis 9, während du über die Items im Inventar dingst. Okay, warte. 1, okay, dann haben wir das hier. Und hier machen wir jetzt die 2. Hover over the smelter and use R to throw the selected hotbar slot item at the cursor. Okay. Oh, warte. Ich habe daneben geworfen, sehr gut.
So, und dann machen wir die 2. Und dann fängt er an zu schmelzen. Ja, geil. So. Sammeln wieder ein, ne? Okay, cool, 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 cool. Gefällt mir. Wir sollen 5 Building Materials from Scrap machen. Building Materials haben wir. Habe jetzt 10. Ich hoffe, ich bin nicht zu schwer. Geht noch. Gut. Hat er gemacht. Und wir sollen ein Makeshift-Habitat bauen. Ich habe aber noch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie wir das hier aufbauen sollen. Man müsste sich das Spiel halt erstmal anschauen überhaupt, um zu wissen, wie man das denn später machen möchte. Ne? So, das können wir erstmal wieder abmachen. Und hier haben wir ein Habitat. Oha. Well, das ist ein bisschen größer, würde ich sagen. Warum ist das so schief? Ist ja nervig, dass es so schief ist. Und hier kann ich das gar nicht hinmachen. Doch hier. So. Also das ist, hätte ich jetzt lieber so ein bisschen parallel gehabt, aber gut. Wir haben das jetzt hier hingezimmert. So. Construct a bed within your makeshift habitat. Okay. Hier sollen wir jetzt ein Bett reinmachen. Okay. So, you can construct all kinds of facilities and decorations inside habitats. You can use bed to sleep until a certain time of day. Before night falls, construct a bed inside your new makeshift habitat. Okay. Mit B wahrscheinlich. Furniture. Ein kleines Bett. A roof over your head and a place to lay it when you get tired. I must say, this outpost is coming along swimmingly. Roland, it's a metal box with a bed in it. Not exactly the Sagwa Palace. Was kann ich noch bauen? Well, the good news is I'm getting energy readings from storage the cave system nearby. Perhaps a power source we could use to build something a little more homely. Oh, with electricity. Distinctly possible. There are a couple of things you might like to do to prepare for our first expedition, though. Let me guess. Somewhere so, basic habitat? We're inevitably gonna find? Grill. Yes. And somewhere to cook something a bit heartier than a cactus fruit. You're wasting away. So, ich muss da noch was reinmachen in den Container. Ich guck mal. Also, 25 Kilo kann das Ding tragen. Ich mach mal Wasser rein. Muss aber was essen. So. Das brauche ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht abwerfen. Okay, passt. Gut. Haben wir schon mal eine Kiste und ein Bett. Das ist doch super. Ich scheine auch müde zu sein, ne? Energie ist low, wenn ich nicht esse. Okay, ich habe jetzt gegessen, Energie ist wieder oben. Es ist noon, es ist Abend. Okay, was sollen wir machen? Find the entrance to the cave system at the marker on your compass. In der Richtung. Locate a power source within the caverns. Construct a basic habitat. Cook a proper meal to boost your vitality. Construct a grill in your outpost. Prepare a meal at the grill. Okay, ich würde erstmal einen Grill bauen, glaube ich. Dafür brauche ich 2 von den klassischen Dingen. Warte mal. Ich habe aber nur einen.
Kann man die auseinandernehmen? Ja. Sehr gut. Okay, haben wir? Wo mache ich denn den Grill hin? Mache ich den hier rein? Hier darf ich nicht. Okay, ich verstehe. Dann mache ich den Grill. Muss mal ein bisschen rein. Ich sehe nichts. Hier hin. Ist das korrekt so? Naja, ich weiß nicht. Okay. Cooking Panel. Ich habe hier nichts mehr. Vielleicht können wir... Biomasse und Früchte. Okay, dann grillen wir uns jetzt mal sowas. Hallo? Bleib bitte stehen. Hallo? Oh mein Gott. Hast du auch Früchte? Du hast nur Biomasse. Haben wir hier noch Früchte irgendwo? Vielleicht finden wir ja in dem... In der Höhle irgendwas. Hier ist noch was. Ich würde gerne noch was kochen und dann gehen wir los. Wow. Awesome. Ich habe zwei. Du hast mich, Spiel. Jetzt schon, ne? Ich habe 6, gut. So, Cooking Panel. Wir möchten gerne das da. Grilled Kaktusfrucht. Mushroom Stews. Okay. A hot meal, finally! Gotta keep on top of my nutrition while I'm working. I always feel a lot stronger when I've eaten well. Okay, uns geht's gut jetzt. Ich gehe jetzt mal zu dem Höhlensystem, wo immer das sein soll. Es soll auf der Karte sein, wurde gesagt. Wo ist die Karte? Hä? Also hier ist ja mein Areal. Ich vermute mal, das ist hier so eingezäunt. Und wir müssen jetzt hier raus wieder. Find the entrance to the cave system at the marker on your compass. Ich weiß nicht, was für ein Marker die meinen. Ich sehe keinen Marker. Hier? Plenty of time for exploring later, babe. Ist der blaue Strich der Marker? Hä? Was soll das hier? Outpost Center? Okay, also ich raff's nicht. Weil... Mount your first expedition below the surface. Vielleicht sollten wir auch erstmal schlafen gehen. Vielleicht ist das eine bessere Idee, weil schon Afternoon ist.
Ich koch mal noch mal was. Okay, das war's. Gut, haben wir ein Journal? Okay, Movement, Vitality, Tasks. Refer to your tasks and journal if you ever get stuck and aren't sure how to proceed. Ja, okay. So, was haben wir noch? Eine Karte haben wir ja nicht. Aber ich sehe halt... Ah, hier ist die Cavern. Ich sehe sie. Ich kann sie sehen. 41 Meter. Da ist die Cavern. Hier! Okay. Oha. Was haben wir hier? Oxygen Dome. Aha! Ein Was ist das? Oxygen Dome. That will certainly help us get further into the caverns. Yep. Mark down a great cutting edge when it comes to anything that will let them push their workers harder for longer. Just remember, the domes won't be effective if you overuse them. RTG, an extremely powerful self-contained power source capable of supporting a habitat and associated facilities. Down rock. But it's dense enough to be chock full of resources we can use for the outpost. Yeah. Time to start blowing these things apart and collecting all the goodies in sight. Hier ist eine Menge Metall auf jeden Fall. Was ist das hier? The energy readings are coming from that crate. Check it out. Buildable object. Oh, look, Roland. An RTG. An RTG? Ha! Well, that would explain the energy readings. Hoo-wee! This is big. We can build a proper habitat with this bad boy. The last expedition here obviously did a sloppy job of cleaning up after themselves. Well, let's head back to the surface. Maeve, watch your oxygen levels. This passage appears to lead deeper within the cavern. Oh my god. But has recently experienced a severe rockfall. Damn it! Is this the only way through? Cannot confirm. It does seem to be the sole route deeper into the claim. Oh, there's no way we're getting through this with the current power level of your laser. And reset to oxygen! From the left arc. Let's go raus. Roland, what are our options? Oh my god. Okay, Processing. We do not have the credits or connection to ARC required to purchase an upgrade capable of mining this debris. Solution found. Basic mining explosives are likely to be capable of fracturing debris. Creation of explosives is possible using reagents found in excavations. Okay. Okay, was können wir jetzt bauen? I'll need to build a crafting bench back at the outpost, but I should be able to refine everything I need from what we can find around here. Wonderful. Goal updated. Manufacture mining explosives at crafting bench and gain access to inner caverns. So, kann ich das jetzt hier? Warum kann ich das nicht anpinnen? Ich brauche fünfmal. Was ist das? Wir müssen erstmal Material besorgen. Fünfmal von diesem Building Material.
Dann haben wir einen Dewcatcher. Und eine Drink Can, okay. A facility for capturing evaporating water droplets from the desert air to create drinkable water. Das brauchen wir. Den würde ich gerne bauen. Lass uns erstmal die Sachen bauen, weil das hier kann ich, also die Facility, das hier kann ich noch nicht bauen. Ach, bin ich doof, das hier meine ich. Wir müssen die Sachen erstmal schmelzen. Okay, es ist ja nicht so weit weg. Es ist ja quasi hier direkt um die Ecke. So, wir müssen hier hin. Ich habe kein Metall mehr. Wir müssen Metall farmen. Okay, dann mache ich den Zaun jetzt hier weg. Fünf Building Material. So, wir bauen. Hier, warte mal, das muss weg. Ist weg, okay. Also, hier reinwerfen. Wir brauchen 5 von den Dingern, dann können wir das Ding bauen in der Höhle. Was steht hier? Basic Habitat. Expand the outpost and construct a crafting bench. Craft mining explosives. Use explosives to clear the rockfall. Okay, wir haben 5. Und Regolith haben wir auch. Das packe ich mal kurz weg. Regolith haben wir irgendwie dort gefunden. Bestimmt schwer. Okay. Und Sandstone. Lass ich mal kurz hier. Okay, let's go. Wir bauen jetzt ein Habitat. Reicht das? Ja. Oh mein Gott. Okay. Das ist riesig. Wo stelle ich das hin? Am besten relativ vorne? Wo habe ich Platz dafür? You cannot build underground yet? Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich soll das hier. Ach, ich soll das gar nicht. Ich hung. Gar nicht hier drinnen bauen. Komme ich hier wieder raus? Ich bin verloren. Ich werde sterben. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich dachte, ich soll das in dem Ding bauen. Okay, dann machen wir das Habitat natürlich bei uns. Das ist ja wohl ganz klar, ne? Now that you've got that RTG, let's get a basic habitat built. Ja, das bauen wir aber bei uns jetzt hier. Hier vielleicht. Mal gucken. So. Excellent work, Maeve. A nice little habitat, I must say. Yep. A lot better than that little metal box, right? Very much so. Plus, thanks to the RTG we found. Komm ich da rein?
Now we can really get things started with some proper equipment. Indeed. Plenty of facilities to construct in order. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Regolith Printer. We can get cracking on making some mining explosives now too. Once we get a crafting bench. Das Ding brauchen wir auch hier. So, wie komme ich da jetzt rein? Fragezeichen. Das ist ja super. Hätte ich das vielleicht... Gibt's hier eine Treppe? Ich guck mal. Plattforms. Hier. Requirements. Zweimal von den Dingern. Die Frage ist... Ich glaube, der Stein ist im Weg. Könnte ich mir vorstellen. So. Das war schon. Okay, können wir eine Plattform bauen? Nee. Oh Gott. Bitte, ich habe jetzt ein Habitat gebaut und das kann ich jetzt nicht mehr... Kann ich das dismanteln? Ja. Moven. Moven kann ich das. Okay, ich move das. Move. Oh Gott, das ist furchtbar. Ich werde es dismanteln. Aber ich glaube, dismanteln bedeutet, ich mache es kaputt, ne? Zerstören. Das wäre nicht so eine gute Idee. Okay, ich versuche mal von der anderen Seite. Und drehe es hier einfach um, maybe. Move. Ach, come on. Gib mir jetzt irgendwie eine Option, dass ich das hier... Das ist echt schwierig, ne, muss ich sagen. Das hier hinzustellen, diesen Kabenzmann. Okay. Gut, ich denke mal, wir müssen hier abbauen, ansonsten wird das nichts. Wenn ich zu schwer werde, müssen wir das Zeug einschmelzen. Es reicht ja schon, wenn wir das ein Stück nach hinten packen könnten. Hier ist auch ein Eingang. Ach Mann, hier ist ein Eingang, Leute. Alles ist gut. Es ist alles gut. Wir können von der Seite reingehen. Okay, perfekt. So, Plattform. Huh. Now that we're up and running with a proper habitat, we're going to need more building materials. So. Definitely. There's only okay. So much scrap around here I can melt down. Aber ich kann trotzdem raus. Plan. The regolith we gather from the nodes in the caverns will provide us with all the building materials we need. Expand the outpost and then construct the crafting bench. So, was können wir jetzt alles bauen? Das haben wir schon. Regolith Printer. Das haben wir. Der hier wäre ziemlich wichtig, glaube ich.
So ein Dewcatcher, damit wir Wasser bekommen. Plattform haben wir Lightning. Dafür brauchen wir, was ist das? Ich pinne den mal an. Storage haben wir Makeshift Crate und Small Crate. Furniture ist noch ein Stuhl und ein Tisch, haben wir gelernt. Und Decoration, okay. Okay, wie kriegen wir jetzt eine Workbench hin? Wir müssen ja erstmal was essen, das ist sehr wichtig. Brauche dringend was zu essen. Habe ich noch was? Ja, hier. So, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Wir haben keine Tür. So, wir schlafen bis zum Dawn. So, dann trinken wir einen Schluck Wasser. Essen noch was. Hätte ich noch ein bisschen länger schlafen sollen. Ist ganz schön dunkel hier. Dann kochen wir uns hier noch zwei davon. So, was kann ich jetzt damit machen? Generates a breathable atmosphere in a dome around itself when deployed. Use of more than two domes in a row will cause oxygen poisoning. Throw to activate. Ach so. Mach ich mal auf die neuen. Müssen wir werfen. Ich verstehe. Wir müssen hier noch ein bisschen was brutzeln. Und dann brauchen wir so einen Lightning Stick. Den müssen wir uns bauen. Konnten wir ja hier drin irgendwie bauen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt als Taschenlampe benutzen können oder ob der für einen Raum ist oder so. So, ich gehe erstmal hier rein. Ach, den muss ich ja gar nicht hier bauen. So ein Quatsch, den kann ich ja direkt bauen. Lightning. Ach nee, das hier brauchen wir. Lightstick. Ah ja. Na gut, dann gehe ich jetzt in die Cavern. Kurz mal rein. Wo war die? Hier. So. Ich soll ja hier ein bisschen exploren und so, ne? Ich nehme hier schon mal ein bisschen Stuff mit. Ich darf nicht zu lange, weil kein Sauerstoff und so. Oha! Was ist das denn? Look, Maeve, a drilling site. This doesn't look nearly as wrecked as everything we've seen before. Perhaps there are supplies we can scavenge. Ja. Hier können wir Kalinite. Was ist das? Hier können wir auch alles machen? Aber wie kriegen wir denn hier Sauerstoff rein? Mehr Supplies sind hier nicht, ne?
Construct a regolith printer in your basic habitat. Okay. Hier kurz atmen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier drin rum. Ich will hier nochmal ein bisschen laufen. Roland, do you think Mom and Dad are okay back home? I'm sure that Sam and Rachel are well. Ark's pension plans are generous compared to those of the other. So hier bei. Da können wir auch Sachen reinlegen. I did say in comparison. I am sure they are fine. Try not to worry. Hier ist auch noch was. Oha. Wasser. New Entry. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ich soll Explosives herstellen? I don't know. Wie können wir denn eine Werkbank herstellen? Die haben wir ja noch nicht. Aber ich gehe erstmal wieder raus. Guck mal, was wir Neues haben. So, das Ding brauchen wir. Nothing ventured, nothing gained, Roland. Without risk, there's no reward. Another curious proverb. You humans do seem to rather enjoy them. Well, it's true. You can sit back and coast through life. Or you can put yourself out there and take a chance. I wanted to take a chance. Well, I'm with you. We'll give it our best shot, eh? So. Andersrum. Also, ich baue jetzt erstmal diesen Dingsbums. Aber dafür brauche ich, glaube ich, den hier. Den haben wir, ne? Okay. That's the printer set up. The regolith of the planet's surface makes. So, was können wir hier machen? Building material. Aus Regolith und aus Chunks können wir auch Building Material machen. You'll need to crush it down to get something usable from it. There's metal ore trapped in there as well. So, it's worth getting a smelter built. Okay, wie können wir das da. Ah ja. Okay. Sehr schön. Also das geht auch. So, haben wir jetzt wieder mehr Sachen? Hier sind mehr Sachen dazugekommen dadurch. Also jetzt haben wir einen Stone Crusher. Einen Basic Smelter. The Crafting Bench. Das Ding müssen wir bauen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal den Basic Smelter. Was sind das für Materialien hier? Solazin. An amber crystalline element filled with energetic potential. Aber wo kriege ich das her? Sind das doch diese Pflanzen vielleicht? Ich guck doch mal. Diese Leuchtepflanzen hier. Nee. Nutrientbar. Oh mein Gott. Was ist das hier? Pangemoni. Glowstick. So.
Geh nochmal rein. Ich guck nochmal, ob hier irgendwie dieses Glow-Zeug ist. Nee. Lotusflut, das ist halt was anderes. Ich renn mal schnell da hinten hin. Was ist denn mit den Dingen hier? Ich meine, aber da kommt nur irgendein Schnullifatz raus, ne? Aber nicht das, was wir brauchen. Und hier geht's auch nicht weiter. New entry added to the journal. Ja, okay. Vielleicht müssen wir dieses Steinding bauen. Ich guck gleich nochmal, was wir alles haben. Hol mir diese Früchte hier noch. So, warte. Jetzt gucken wir nochmal genau. Also. Stone Crusher. A facility for crushing various types of stone to extract more valuable resources. Okay, das Ding brauchen wir. Wo baue ich das hin? Das Ding bauen wir jetzt. Okay, let's go. Danke. Haben wir drei? Reicht nicht. So. Stone Crusher, okay. Den mache ich doch bestimmt auch hier rein, oder? In das Habitat. Was noch? Basic Smelter? Jetzt muss ich wissen, was ich hier mitmachen kann. Raus aus dem Baumodus. Interact. Also. Wir können hier Sandstein reinmachen. Und dann könnte das hier dabei rauskommen, oder? Und ja, guck mal hier. Sehr, sehr cool. Will ich das hier drinne haben? Transfer Stack, Transfer Stack, Transfer Stack. Okay. Sandstone Chart und Sandstone. Hau ich mal hier rein. So. Hier haben wir das hier. Das wäre cool. So. Okay, was können wir noch bauen? Basic Smelter wäre wichtig. Und Crafting Bench. Das Ding hier wäre auch gut. Lightning Stick hätte ich gerne. Aber
Aber hätte ich lieber bei mir in der Bude. So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Steine sammeln. Und Nahrung. Ich geh da nochmal rein. Kann ich das alles auseinanderbauen? Ja. Das hier nicht, ne? Nee. Oh, das Licht einfallen, sehr cool. Pilze. Darf aber nicht zu lange hier rumlaufen. Ich gehe erstmal wieder raus. Also wir können ja irgendwie, stand ja da auch geschrieben, wir können Sprengzeug irgendwie wegmachen oder bauen, damit wir dann wahrscheinlich hier weiter fortschreiten können, könnte ich mir vorstellen. So. Okay, jetzt haben wir glaube ich wieder ein paar Steine, aber auch nicht besonders viel. Wir brauchen noch eine Crate, wo wir Sachen reinschmeißen können. So, das kann da rein. Regulit Charge. Wow, das bringt irgendwie nichts. Das hier esse ich jetzt mal. Da kochen wir jetzt gleich noch was. So, und dann machen wir hier noch eine Kiste hin. Was ist das? Dust Rubby. Machen hier noch eine Kiste hin. Storage. Small Crate. Und dann packen wir nämlich sowas hier da rein. Guck mal. Wunderbar. Das nehme ich, das hier lasse ich mal drin. Das packe ich da rein. Glowstick. Oxygen Dome, weil ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Okay. Lass mal was zu essen machen. Ja, wow. Irgendwie cooles Game, Leute, finde ich. Also gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ich bin zwar noch ein bisschen ratlos bei einigen Sachen. Was will ich jetzt hier? Ich will doch kochen. Genau. So, Cooking Panel. Das reicht leider nicht. So, wir können 4 von den Dingern bauen. Hier fehlt mir Wasser und noch ein Pilz. Okay. Fünfmal, das ist doch gut. Perfekt. Danke, liebes Spiel. Ja, Leute, ich glaube, das ist hier ein sehr komplexes Game. Die Demo ist noch auf Steam vorhanden. Ethos. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einen zweiten Blick wert. Wenn es irgendwann rauskommt. Bleibt auf meiner Wunschliste, definitiv. Super interessant. Ist vielleicht auch was für einen Stream oder so. Ich finde es sehr, sehr nice. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Bei diesem angespielt und ich freue mich auf die nächste Runde. Macht's gut. Tschüss.